Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut herzlich gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Zunächst einmal recht herzlichen Dank für Ihre überwältigenden Bemerkungen bezüglich meiner Frage, ob wir Kommentare zulassen sollen auf YouTube und auf anderen Webseiten bezüglich unserer Predigten. Und die überwiegende Mehrheit hat mir geschrieben, und zwar mit ernstzunehmenden Gründen, dass wir es besser unterlassen sollten, dies zu tun. Und wir werden uns jetzt zunächst einmal auch dazu dann entschließen, Kommentare bis auf Weiteres nicht zuzulassen. Wenn jemand Fragen hat, die beantwortet werden müssen, dann möchte ich Sie bitten, sie mir diese persönlich zu schicken. Aber es hat eben zu viel Unglück gegeben, zu viele nicht nötigen Äußerungen, Auseinandersetzungen, sodass wir bei dieser Verwirrung in keinster Weise unsere Hand mit im Spiel haben wollen. Noch einmal vielen Dank für die vielen von Ihnen, die mir auch in diesem Sinne geschrieben haben. Jetzt zur Frage, die ich Ihnen heute stellen möchte. Und zwar, sind Sie verführt? Haben Sie Ideen, mit denen Sie noch konfrontiert sind, die Sie noch mit sich herumschleppen, die aber nicht im Einklang stehen mit Gottes Wort? Nun, wir haben in den letzten beiden Predigten bereits über Verführung gesprochen, religiöse Verführung, über die vier Reiter der Apokalypse. Und wir haben bereits auch schon über die große Trübsal gesprochen. Und ich möchte heute noch ein wenig zurückgehen zu den vier Reitern der Apokalypse und dann noch einmal zurückgehen zu der großen Trübsal. Denn Fragen sind gestellt worden, Fragen haben sich gestellt, nicht nur jetzt, sondern auch früher bereits. Wie lange dauert die große Trübsal? Und wer wird beschützt? Und was ist mit den zwei Zeugen? Und wer sind die 144.000? Und diese Fragen möchte ich heute zumindest beginnen zu beantworten. Aber wie sieht es mit den vier Reitern der Apokalypse aus? Wie sieht es zum Beispiel mit der Verführung aus, der religiösen Verführung? Gerade heute Morgen habe ich den folgenden Artikel auf dem Internet gefunden. Und zwar ist dieser Artikel von Zenit veröffentlicht worden, eine religiöse Agentur, katholisch-religiöse Agentur, sollte ich einmal sagen, die natürlich sehr auf der Linie der katholischen Kirche ist. Und diese Zeitschrift, diese Agentur hat ein Interview veröffentlicht mit Pater Pietro Messa, den Dekan der höchsten mittelalterlichen und franziskanischen Studien an der päpstlichen Universität Antonianum. Und dieser Artikel wurde am 20. Dezember veröffentlicht. Ich möchte Ihnen kurz einmal ein paar Auszüge aus diesem Interview vorlesen. Da wird Folgendes gesagt. Wir wissen, sagt dieser Pater, dass die ersten Christen, die allesamt dem jüdischen Glauben angehörten, den Sabbat ehrten, sich aber am darauffolgenden Tag, also am Sonntag, versammelten, um die Auferstehung zu feiern. Das bedeutet, dass Ostern der zuerst gefeierte Festtag und somit das oberste christliche Fest ist. Nun, ich lese Ihnen dies aus mehreren Gründen vor. Einige haben mir geschrieben und haben gesagt, ja, ich habe gar nicht gewusst, dass der Sonntag gar nicht der letzte Tag der Woche ist, sondern der erste Tag der Woche. Ich habe immer gemeint, der Sonntag sei der biblische Sabbat. Nun, wie diese Aussage beweist, wissen die Katholiken, zumindest die katholische Kirche, dass der Sabbat nie der Sonntag war. Der Sabbat war immer der siebte Tag der Woche, der mit Freitagabend, Freitagsonnenuntergang begann und Samstag Sonnenuntergang aufhörte. Der Sonntag war laut Bibel nie der siebte Tag, sondern immer der erste Tag der Woche. Auch wenn man in Europa begonnen hat, den Kalender zu verändern und jetzt auf dem Kalender den Sonntag als den letzten Tag der Woche darstellen will. Hier ist wiederum ein Beweis, dass die katholische Kirche es besser weiß. Aber dann sagt sie, wie wir das gerade gelesen haben, die ersten Christen, die hätten dann begonnen, den Sonntag zu halten, um die Auferstehung zu feiern. Das ist absolut falsch. Eine absolut falsche Aussage. Die ersten Christen, sowohl die Judenchristen als auch die Heidenchristen sozusagen, haben nie den Sonntag gehalten, haben sich nie am Sonntag versammelt, um die Auferstehung zu begehen. Ein Grund liegt darin, dass sie wussten, dass Christus gar nicht am Sonntag auferstanden ist, sondern am Samstag. Und wenn Sie da irgendwelche Fragen haben, dann lesen Sie bitte unsere Broschüre über Jesus Christus, die auf unserer Webseite auf postenstehen.de gepostet ist.
Also das ist eine total falsche Aussage. Und dann die Aussage, dass die ersten Christen das Osterfest gehalten hätten und somit zu dem obersten christlichen Fest gemacht hätten, ist auch eine total falsche Aussage. Die ersten Christen haben das Osterfest nie gehalten. Sie wussten, das Osterfest war ein heidnisches Fest, das aus dem Heidentum stammte. Sie haben das Passa gehalten. Und es gab dann sogar noch im 3. und 4. Jahrhundert eine Kontroverse, wann das Passa zu halten sei, weil nämlich einige jetzt begonnen hatten, das Passa durch das Osterfest ersetzen zu wollen. Und dann wird Folgendes gesagt in diesem Artikel, dieses Zitat hier von diesem Pater Messer geht wie folgt weiter. Später begann man auch andere Ereignisse aus dem Leben Jesu zu feiern, so auch seine Geburt, die auf den 25. Dezember festgelegt wurde. An diesem Datum wurde zuvor der Festtag des Sol Invictus begangen, das heißt der unbezwungenen Sonne, die nicht von der Dunkelheit besiegt worden war, denn ist die Wintersonnenwende einmal vorüber, werden die Tage wieder länger und die Helligkeit gewinnt die Oberhand über die Dunkelheit der Nacht. Also hier wird zumindest zugegeben, dass das christliche, in Anführungszeichen, Weihnachtsfest, die angebliche Geburt Jesu Christi am 25. Dezember aus dem Heidentum stammt. Der Sol Invictus, der heidnische Sonnengott, wurde an diesem Tag angebetet. Und die ersten Christen haben Weihnachten nie begangen. Die ersten Christen haben die Geburt Jesu Christi am 25. Dezember nie begangen, weil sie wussten, dass Christus nicht am 25. Dezember geboren sein konnte. Und auch dies wird in unserer Broschüre über Jesus Christus dargelegt. Also wer heute meint, er könnte diese heidnischen Feste halten, zu Ehren Jesu Christi, ob es sich um Weihnachten handelt, ob es sich um Ostern handelt, oder wer meint, er könne zum Beispiel Neujahr halten in irgendeiner Form, weil dies auch in gewisser Weise eine christliche Angelegenheit sei, der begeht einen großen Fehler. Er ist religiös gesehen verführt. Und wir müssen sehr aufpassen, dass wenn wir wahre Christen sind oder sein wollen, dass wir nicht den Eindruck geben, anderen gegenüber, dass wir an solchen Festlichkeiten teilnehmen. In welcher Form auch immer. Zum Beispiel, wenn wir uns am Weihnachtsabend in Anführungszeichen mit unseren Familienmitgliedern versammeln und dort Geschenke auspacken, ist das eine sehr schlechte Angelegenheit, ein sehr schlechtes Beispiel, was wir ja dann geben, weil wir ja den Eindruck erwecken, wir nehmen an diesen Festlichkeiten teil. Oder wenn wir im Neujahrstag dann gegenwärtig sind und jedem anderen dann ein frohes neues Jahr wünschen. Eine sehr unglückliche Beispielgebung wäre dies. Aber wie gesagt, das Problem ergibt sich, dass die meisten Menschen oder eigentlich sogar alle Menschen, die verführt sind, ja gar nicht wissen, dass sie verführt sind. Denn wenn sie es wüssten, dann wären sie ja nicht mehr verführt. Und so haben die vier Reiter der Apokalypse uns deutlich gemacht, und Jesus Christus hat dies deutlich im Matthäus-Evangelium uns gesagt, dass religiöse Verführung kommen wird, dass Kriege kommen werden, mehr und mehr und mehr, Hungersnöte, Seuchen. Aber schauen wir uns Offenbarung Kapitel 6 an und schauen wir uns an, was in Vers 8 gesagt wird über diese vier Reiter der Apokalypse. Es heißt nämlich hier, dass ihnen, also allen vier, Macht gegeben wurde, über den vierten Teil der Erde zu töten, mit Schwert und Hunger und Pest und durch die wilden Tiere auf Erden. Das ist das vierte Siegel. Die ersten vier Siegel, wie wir gesehen haben, die ersten vier Reiter der Apokalypse. Und mit dem vierten Pferd wird dann das vierte Siegel aufgetan. Aber Macht wird allen vier gegeben, den vierten Teil der Menschen zu töten. Ich möchte ein wenig hier einmal eine Pause einlegen und uns klar machen, was das bedeutet. Der vierte Teil der Menschheit. Und diese vier Reiter, die werden bald reiten. Das wird nicht mehr allzu lange dauern. Heute gibt es 7 Milliarden Leute auf Erden, schätzungsweise. Ein Viertel der Menschheit, das wären 1,75 Milliarden Menschen. Die werden sterben aufgrund dieser vier Plagen. Nun, einige sagen, ja, wie kann aber nun religiöse Verführung zum Beispiel teilhaben an der Ausrottung von einem Viertel der Menschheit? Nun, denken wir daran, dass Kriege sehr häufig aufgrund von religiöser Propaganda geführt werden.
Schätzungen sagen uns, dass mehr Kriege ausgrund von religiösen Motiven geführt worden sind, als aufgrund von nicht religiösen Motiven. Man geht davon aus, dass ungefähr 1 Milliarde Menschen seit der Erschaffung der Menschheit durch Kriege, die religiös motiviert waren, umgekommen sind. Selbst in dem 20. Jahrhundert sind Kriege geführt worden, die scheinbar mehr Menschen haben getötet oder getötet haben als Kriege bevor. Wir lesen zum Beispiel, dass 60 bis 70 Millionen Menschen im Zweiten Weltkrieg umgekommen sind. 20 Millionen Menschen im Ersten Weltkrieg. 5 bis 9 Millionen Menschen während dem russischen Bürgerkrieg sozusagen von 1917 bis 1922 unter Stalin und so weiter. Das alleine im 20. Jahrhundert. Wenn wir uns Hungersnöte anschauen, dann wird uns gesagt, dass im 20. Jahrhundert ungefähr 70 Millionen Menschen an Hungersnöten, an Hunger gestorben sind. Wir haben ja viel jetzt über Nordkorea gehört. Und es wurde auch gesagt, dass da eine Hungersnot stattgefunden hat von 1995 bis 1998 und die offiziellen Berichte der nordkoreanischen Regierung, die sagen uns, 500.000 von Menschen seien gestorben während dieser Hungersnot. Aber die Statistik ist weitaus höher. Schätzungen sagen uns, dass 10-mal so viele Menschen an der Hungersnot in Nordkorea alleine gestorben sind. Und dann, wie sieht es mit Epidemien aus? Diese spanische Grippe, die von 1918 bis 1919 wütete. Man sagt, dass innerhalb der ersten 6 Monate 100 Millionen Menschen an dieser Grippe gestorben sind. Und dann hören wir über den Schwarzen Tod, der im 12. und 13. Jahrhundert herumging. Der hat so 34 Millionen Menschen in Europa alleine getötet. Das war damals 1/3 der gesamten europäischen Bevölkerung. Und dann sagt man uns, dass noch genauso viele Menschen, wenn nicht sogar mehr, in Indien und China damals an dieser Grippe gestorben sind. Wenn wir uns also diese schrecklichen Zahlen anschauen, dann verstehen wir, dass in der Vergangenheit bereits viele Menschen an diesen Seuchen, an diesen Plagen gestorben sind. Aber die Bibel sagt uns, dass in der Zukunft, wenn die 4 Reiter der Apokalypse reiten, innerhalb kurzer Zeit scheinbar noch viel mehr Menschen sterben werden an diesen schrecklichen Ereignissen, die stattfinden werden. Und dann erinnern wir uns, dass Jesus Christus Matthäus 24 und Vers 7 gesagt hat, dass es mehr und mehr Erdbeben geben wird. Und diese Erdbeben werden mehr und mehr zunehmen, sie werden größer werden und mehr Menschen werden diesen Erdbeben zum Opfer fallen. Aber ich möchte hier kurz einmal auf eine Stelle eingehen, Offenbarung Kapitel 16. In Offenbarung Kapitel 16 wird nämlich etwas uns gesagt, das ist natürlich jetzt von der Zeitabfolge noch in der Zukunft, das kommt also noch nach der großen Trübsal. Aber hier in Offenbarung Kapitel 16, die Verse 18 bis 20, da lesen wir, es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und es geschah ein großes Erdbeben, wie es noch nicht gewesen ist, seit Menschen auf Erden sind, ein solches Erdbeben so groß. Und dann in Vers 20, und alle Inseln verschwanden, und die Berge wurden nicht mehr gefunden. Können wir uns ein Ausmaß davon machen, wie groß dieses Erdbeben sein wird? Nun schauen wir uns einmal die Erdbeben an, die wir bereits erlebt haben. Es wird uns gesagt, dass das größte Erdbeben, was auf der Richterskala registriert worden ist, in China stattgefunden hat, und zwar im Jahre 1960. Und zwar war das ein 9,5 starkes Erdbeben. Das stärkste Erdbeben, das in den USA gemessen wurde, fand in Alaska statt im Jahr 1964 mit einer Größenordnung von 9,2. Und man sagt, dass das größte in Europa gemessene Erdbeben, das in Lissabon war im Jahr 1775 mit einer geschätzten Größenordnung von 9,0. Aber schauen wir uns an, was die Bibel hier sagt. Es wird ein Erdbeben geben, das noch größer sein wird als das 9,5 gemessene Erdbeben in China, möglicherweise eine Größenordnung von 10 oder mehr haben wird, wenn es dazu führt, dass alle Inseln verschwinden, wie es hier heißt.
wie wir das ja gerade gelesen haben, und dass die Berge nicht mehr gefunden werden, können sich die katastrophalen Ausmaße vorstellen, die über die Erde hereinbrechen werden, wenn dieses Erdbeben dann stattfindet. Und dann lesen wir natürlich und haben bereits behandelt die große Trübsal. Die große Trübsal, eine Zeit, von der Jesus Christus sagt, so etwas hat es noch nie gegeben und so etwas wird es nie mehr geben. In Daniel Kapitel 12 und Vers 1 wird auch auf diese große Trübsal eingegangen. Daniel Kapitel 12 und Vers 1, da lesen wir nämlich Folgendes. Zu jener Zeit wird Michael, der große Engelfürst, der für dein Volk eintritt, sich aufmachen. Denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, bis zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit, also wenn diese große Trübsal stattfindet, eine Zeit so schrecklich, wie sie es noch nie gegeben hat, und wie Christus sagt, und wie sie es auch nie wieder geben wird, zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buche geschrieben stehen. Und dann wird auf die Auferstehung eingegangen. Wir sehen also den zeitlichen Zusammenhang. Diese Zeit gipfelt in der Auferstehung der Gerechten von den Toten. Aber die Andeutung ist auch bereits hier schon, dass einige vor dieser Trübsalzeit beschützt werden. Nicht alle, aber einige. In Markus Kapitel 13. Markus Kapitel 13. Da sagt uns Christus Folgendes. Denn in diesen Tagen wird eine solche Bedrängnis sein, eine solche Trübsal, wie sie nie gewesen ist, bis jetzt, vom Anfang der Schöpfung, die Gott geschaffen hat, und auch nicht wieder werden wird. Also die gleiche Zeit wird angesprochen, von der Daniel spricht. Es kann ihm nur eine solche Zeit geben, wie sie nie gewesen war und wie sie es nie wieder geben wird. Aber schauen wir uns auch an, was Christus weiter sagt. Er sagt in Vers 20, und wenn der Herr diese Tage nicht verkürzt hätte, würde kein Mensch selig. Und andere Übersetzungen haben hier, wie zum Beispiel die Zürcher Bibel, glaube ich, würde kein Mensch gerettet, am Leben bleiben. Es geht um das physische Überleben der Menschheit. Und Christus sagt, wenn diese Tage nicht verkürzt würden, nun bedenken wir, dass die große Trübsal beginnt, nachdem die vier Reiter der Apokalypse bereits begonnen haben zu reiten. Das sind also jetzt zusätzliche Ereignisse. Und Christus sagt, wenn diese Tage nicht verkürzt würden, würde kein Mensch am Leben bleiben. Es geht also nicht nur in Anführungszeichen, um ein Viertel der Menschheit, es geht um alle Menschen. Aber schauen wir uns an, was es auch sagt. Aber um der Auserwählten willen, die er auserwählt hat, hat er diese Tage verkürzt. Also in Gottes Plan steht es bereits fest, diese Tage sind verkürzt, damit jemand am Leben bleibt, damit die Auserwählten am Leben bleiben, um der Auserwählten willen, denn sonst würden die auch umkommen. Also diese Verkürzung der Tage hat mit der Erwählung der Auserwählten zu tun. Schauen wir uns diese Verantwortung an, die das für uns, die wir glauben, auserwählt zu sein, zu diesen Auserwählten gehören, die das beinhaltet. Wenn es die Auserwählten Gottes nicht gäbe, wenn Gott nicht jemanden auserwählt hätte, eine Gruppe von Menschen, und wir werden noch sehen, dass es sich dabei schon um einige handelt, würde kein Mensch am Leben bleiben, würde kein Mensch überleben. In Joel Kapitel 3, gehen wir jetzt zum Alten Testament zurück, zum Buch Joel. Joel Kapitel 3, lesen wir die Verse 3 bis 4. Joel Kapitel 3 und die Verse 3 bis 4. Denn was wird nach der großen Trübsal geschehen? Nun, Joel sagt uns hier, ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut, Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Es geht hier um himmlische Zeichen, die dem großen und schrecklichen Tag des Herrn vorausgehen. Aber diese schrecklichen Zeichen am Himmel werden der großen Trübsal folgen.
Denken wir daran, die große Trübsal bezeichnete eine Massenvernichtung von Christen, ein Martyrtum, aber es ging auch um einen Vernichtungskrieg gegen die Nachfahren, die modernen Nachfahren des Hauses Israel und Juda, wie zum Beispiel Amerika, England, Kanada, Australien, Neuseeland, Südafrika und natürlich den Staat Israel. Aber schauen wir uns jetzt in Offenbarung Kapitel 6 an, was der großen Trübsal, wenn die begonnen hat, folgen wird. Offenbarung Kapitel 6, wir hatten ja in Vers 9 über das fünfte Siegel bereits gelesen, das war die große Trübsal. Hier wird von dem Märtyrertum der Heiligen gesprochen, das war in Vers 9, aber jetzt Vers 12. Und ich sah, als es das sechste Siegel auftat, da geschah ein großes Erdbeben. Und die Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er von starkem Wind bewegt wird. Und der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden wegbewegt von ihrem Ort. Also auch das ist ein starkes Erdbeben, aber nicht so stark wie das, von dem wir eben gelesen haben. Und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, Gott dem Vater, und vor dem Zorn des Lammes, Jesus Christus. Nun, heute meinen einige, ach, Jesus Christus, das ist ja jemand, der hat keinen Zorn, der ist irgendwie nicht ärgerlich über die Sünden der Welt, das ist ja der barmherzige Hohepriester, der für uns eintritt. Natürlich ist er der barmherzige Hohepriester, der für uns eintritt, aber er toleriert keine Sünde. Und so ist er genau wie der Vater zornig über das, was auf Erden geschieht und geschehen wird. Und es heißt in Vers 17, denn es ist gekommen der große Tag ihres Zorns. Und wer kann bestehen? Also auch hier wiederum wird die Zeitabfolge klar und deutlich gemacht. Zunächst einmal die große Trübsal, dann die himmlischen Zeichen, das sechste Siegel, die jetzt den Tag des Zornes, das siebte Siegel im Buch der Offenbarung, einleiten. Und darauf werden wir heute nicht mehr zu sprechen kommen können, das werde ich dann in einer der nächsten Predigten behandeln, was dieser Tag des Zorns bedeutet. Aber zunächst geht es mir hier heute um diese Zeitabfolge, die dahin führt. Schauen Sie, wenn es um die große Trübsal geht, dann sagt uns Christus etwas sehr Deutliches in Matthäus Kapitel 24. Matthäus Kapitel 24. Zunächst einmal auch hier wiederum, um die Zeitabfolge zu sehen. In Vers 29, da sagt er nämlich deutlich, sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit, er hat also über diese große Trübsal gesprochen, das wird hier in der Bibel mit Bedrängnis wiedergegeben, es kann aber auch mit Trübsal übersetzt sein, sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit, wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und dann heißt es hier in Vers 30, und dann werdet ihr sehen den Menschensohn am Himmel. Also dann wird es auf die Wiederkunft Jesu Christi angespielt. Aber die wird nicht erfolgen, bis der Tag des Herrn, dieser Tag des Zornes, begonnen hat. Und wie wir noch sehen werden, bedeutet das ungefähr, dass eine Zeitspanne von einem Jahr noch vergehen muss, bevor Jesus Christus dann zurückkehrt, nachdem die große Trübsal bereits für 2,5 Jahre angedauert hat. Aber kehren wir jetzt zurück zu Matthäus 24, wenn es um die große Trübsal geht. In Vers 21 sagt er uns nämlich Folgendes. Denn es wird eine große Bedrängnis sein, eine große Trübsal, wie sie nicht gewesen ist, vom Anfang der Welt bis jetzt, auch nicht wieder werden wird, und er sagt auch hier wiederum, wenn die Tage nicht verkürzt würden, würde kein Mensch am Leben bleiben. Aber jetzt kehren wir zurück zu Vers 15. Was ist der Beginn dieser großen Trübsal? Wenn ihr nun sehen werdet, das Gräuelbild der Verwüstung stehen, an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel, wer das liest, der merke auf. Und als dann fliehe auf die Berge, wer in Jerusalem ist und so weiter. Und dann sagt er ja hier, denn es wird dann eine große Trübsal sein. Also es geht hier um das Gräuelbild der Verwüstung, das an heiliger Stätte stehen wird.
Nun, was ist mit dem Gräuelbild der Verwüstung gemeint? Was ist mit der heiligen Stätte gemeint? Ich möchte hier zunächst einmal auf eine Stelle in 2. Thessaloniker eingehen. Denn wie ich das letzte Mal bereits gesagt habe, und wir müssen das immer verstehen, die vier Reiter der Apokalypse, die beginnen zu reiten, aber die hören nicht auf zu reiten. Ihr Ritt wird kontinuierlich sein. Die große Trübsal wird zu einem Zeitpunkt beginnen, aber sie wird nicht aufhören, bis Jesus Christus zurückkommt, denn er sagt ja, er muss diese Tage verkürzen. Die himmlischen Zeichen werden beginnen, die werden aber nicht aufhören bis zur Wiederkehr Christi. Der große Tag des Zornes Gottes wird beginnen, wie wir sehen werden, aber er wird nicht aufhören bis zur Wiederkunft Christi. Diese Begebenheiten werden sich weiter parallel entwickeln. In 2. Thessaloniker Kapitel 2 lesen wir etwas über das Gräuelbild der Verwüstung an heiliger Stätte. Da heißt es nämlich hier, angefangen in Vers 1, was nun das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht und unsere Vereinigung mit ihm, so bitten wir euch, liebe Brüder, dass ihr euch in eurem Sinne nicht so schnell wankend machen noch erschrecken lasst, weder durch eine Weissagung noch durch ein Wort oder einen Brief, die von uns sein sollen, als sei der Tag des Herrn schon da. Einige haben scheinbar damals gelehrt, dass Jesus Christus bereits zurückgekommen sei. Diese falsche Lehre besteht auch heute noch in gewisser Weise, indem einige behaupten, Jesus Christus ist zurückgekommen damals, indem er seinen Heiligen Geist den Jüngern gab. Aber Paulus sagt, das ist keineswegs der Fall. Der Tag des Herrn, der Tag der Wiederkunft Christi, war auch zur Zeit des Paulus noch nicht eingetreten, würde noch in der Zukunft stattfinden. Und dann sagt er uns die Zeichen, die wir beachten müssen. Er sagt hier in Vers 3, lasst euch von niemandem verführen. In keinerlei Weise. Schauen Sie, die Verführung, von der Christus bereits sprach, die bereits schon im Zeitpunkt der frühen Apostel beginnen sollte, denn Paulus hatte ja gewarnt davor, dass ein falscher Jesus gepredigt würde, dass ein falsches Evangelium gepredigt würde, die würde weiterhin bestehen bleiben, bis hin zur Endzeit, bis hin zur Wiederkunft Christi. Er sagt, lasst euch von niemandem verführen in keinerlei Weise, denn zuvor muss der Abfall kommen, der Abfall von der Wahrheit. Also Menschen haben die Wahrheit erkannt, auch in der Endzeit, und würden dann abfallen von der Wahrheit. Aber das ist nicht das einzige Zeichen, das Paulus uns gibt. Er sagt, und der Mensch der Bosheit, andere übersetzen hier, der Mensch der Gesetzlosigkeit, der Mensch der Sünde, der Mensch des Unrechts, der Mensch der Bosheit, der wird offenbar werden, der Sohn des Verderbens. Wer ist dieser Mensch der Bosheit? Einige sagen, das ist das Tier, einige sagen, das ist der Antichrist. Und nebenbei gesagt, das Wort Antichrist ist eine Bezeichnung für eine Gesinnung. Es gibt viele Antichristen. Johannes sagt bereits, viele Antichristen sind in der Welt. Er spricht von dem Geist des Antichristen. Es geht hier in der Bibel um zwei Persönlichkeiten, von denen ganz besonders gewarnt wird. Das Tier, das ist aber ein militärischer, wirtschaftlicher, politischer Führer und der falsche Prophet. Das ist ein religiöser Führer und die werden beide Hand in Hand miteinander arbeiten. Hier geht es in 2. Thessaloniker Kapitel 2 um diesen falschen Propheten, um diesen religiösen Führer, nicht den politischen. Und dieser falsche Prophet wird von sich vorgeben. Er ist der Widersacher, der sich überhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Dieser falsche Prophet wird sich anmaßen, als Gott verehrt werden zu wollen. Und das heißt, er wird sich in den Tempel Gottes setzen. Nun, was ist damit gemeint? Die Andeutung ist klar und andere Stellen, auf die wir noch zu sprechen kommen werden, zeigen dies, dass die Juden noch vor der Wiederkunft Jesu Christi einen Tempel in Jerusalem bauen werden. Und wir lesen auch, dass die Juden beginnen werden, tägliche Opfer zu erbringen. Und es wird das Tier sein, dieser militärische Führer, Hand in Hand mit dem falschen Propheten, diesem religiösen Führer, die in Jerusalem einfallen werden, um diese täglichen Opfer zu unterbinden, aus was für welchen Gründen auch immer. Und dann wird es dieser falsche Prophet sein, der dann in diesem Tempel sitzen wird
und von sich vorgeben wird, Gott zu sein. Das muss noch geschehen. Aber wie wir lesen werden, die meisten Menschen werden so verführt sein, dass sie in der Tat diesem falschen Propheten das abnehmen werden, dass er Gott ist oder der Stellvertreter Gottes auf Erden. Und sie werden ihn anbeten. Und sie werden den militärischen Führer anbeten. Wir auch, wie wir das alle wissen sollten, damals im Zweiten Weltkrieg viele Deutsche und Österreicher Adolf Hitler angebetet haben, regelrecht angebetet haben, ihn als ihren Heiland, ihren Führer, ihren Erlöser betrachtet haben. Das wird sich in noch weitaus größerem Maße wiederholen in der Endzeit. Also hier sehen wir eine Darstellung des Gräuels der Verwüstung. In Gottes Augen ist es natürlich ein Gräuel, wenn sich jemand in den Tempel setzt und von sich vorgibt, Gott zu sein. Aber noch mehr wird angesprochen. In Lukas Kapitel 21. Lukas Kapitel 21. Die Verse 20 bis 24. Lukas Kapitel 21 und die Verse 20 bis 24. Er sagt, wenn ihr aber sehen werdet, dass Jerusalem von einem Heer belagert wird, dann erkennt, dass seine Verwüstung, hier wiederum wird von der Verwüstung gesprochen, nahe herbeigekommen ist. Und alsdann, wer in Judäa ist, der fliehe ins Gebirge, und wer in der Stadt ist, gehe hinaus, und wer auf dem Lande ist, komme nicht herein, denn das sind die Tage der Vergeltung, dass erfüllt werde alles, was geschrieben ist. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen, denn es wird große Not auf Erden sein und Zorn über dies Volk kommen, und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes, und gefangen weggeführt unter alle Völker. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Auch hier wiederum eine Andeutung auf das, was geschehen wird während der Zeit der großen Trübsal. Hier wird eine andere Darstellung des Gräuels der Verwüstung uns gebracht. Und zwar, wenn diese Armeen, hauptsächlich europäische Armeen, im Nahen Osten einfallen werden, Jerusalem verwüsten werden. Auch das ist in Gottes Augen ein Gräuel. So haben wir bereits schon zwei Erklärungen. Es gibt aber noch eine dritte, was mit dem Gräuel der Verwüstung gemeint ist. Denn Christus hat sich ja eindeutig auf Daniel bezogen. Er hat ja gesagt, wenn ihr sehen würdet, diesen Gräuel der Verwüstung, von dem Daniel spricht. Nun schauen wir uns Daniel Kapitel 7 einmal an. Daniel Kapitel 7. Hier wird von einem Tier gesprochen und dieses Tier wird gegen Gott kämpfen wollen, den zurückkehrenden Jesus Christus. In Vers 24 von Daniel 7. Und die 10 Hörner bedeuten 10 Könige, die aus diesem Königreich hervorgehen werden. Es geht hier um 10 Wiederauferstehungen des ehemaligen römischen Reiches. Und nach ihnen oder nicht unbedingt jetzt zeitlich gesehen nach ihnen, aber hier geht es auch darum, dass das quasi so ein Abbild sein wird. Das wird ähnlich sein, wie diese 10 Könige herrschen werden oder geherrscht haben. Nach ihnen aber wird ein anderer aufkommen, der wird ganz anders sein als die vorigen, in gewisser Weise. Warum? Weil dies jetzt eine religiöse Macht sein wird. Aber die Struktur wird dem gleichen, was diese Könige hervorgebracht haben. Der wird ganz anders sein als die vorigen, er wird 3 Könige stürzen. Wir wissen, dass die ersten 3 Wiederauferstehungen des römischen Reiches durch Völkerschaften hervorgebracht waren, die arianischen Glaubens waren, also nicht katholischen Glaubens. Und geschichtlich gesehen ist es klar, dass durch den Einfluss der katholischen Kirche diese 3 Auferstehungen dann vernichtet wurden. Er wird 3 Könige stürzen. Vers 25, er wird den Höchsten lästern. Wodurch? Nun, weil man vorgeben wird, man habe jetzt die Stellvertretung Gottes auf Erden angenommen. Man kann jetzt bestimmen, wie man leben soll, was man tun soll. Man kann jetzt bestimmen, dass man zum Beispiel Weihnachten halten soll als ein christliches Fest, das durch und durch heidnisch ist. Und sie werden die Heiligen des Höchsten vernichten. Wir wissen durch die Inquisition, aber nicht nur durch die Inquisition, wie viele Menschen, auch Christen, umgekommen sind, weil sie sich nicht dem Joch einer Idee beugen wollten, die total im Widerspruch stand zu den Lehren der Bibel. Diejenigen, die damals den Sabbat hielten, wurden grausam gefoltert und getötet.
von einer religiösen Macht, die vorgab, im Auftrage Gottes zu handeln. Und so heißt es hier, die werden die Heiligen des Höchsten vernichten und, wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Festzeiten und Gesetz zu ändern. Indem man sagen wird, der Sabbat ist nicht mehr zu halten, der Sonntag ist zu halten. Die heiligen Festtage Gottes sind nicht mehr zu halten, sie werden ersetzt durch Weihnachten, Ostern, Halloween, Neujahr und wie alle diese Tage heißen. Aber schauen Sie, wie lange das andauern wird, wenn es jetzt um die endzeitliche Prophezeiung geht. Und davon sprechen wir jetzt, ja. Sie werden in seiner Hand gegeben werden, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und danach wird das Gericht gehalten werden. Eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe Zeit. Dies bezieht sich auf die große Trübsal. Schauen Sie, ein Vorläufer im Buche Daniel war Antiochos Epiphanes. Das war jemand, der damals in Jerusalem einfiel und der damals den heiligen Tempel zerstörte, der sogar Schweineblut auf dem Altar geopfert hat, der für 3,5 Jahre damals die Juden verfolgt hat und der eine Statue des heidnischen Gottes Jupiter oder auch Zeus in den Tempel Gottes aufgestellt hat. Und wenn wir alles dies zusammennehmen, können wir verstehen, was das Gräuelbild der Verwüstung darstellt. Jawohl, diese Statue, eine ähnliche Statue von einem heidnischen Gott, den man möglicherweise als christlich ansehen wird, wird scheinbar wiederum im Tempel Gottes aufgestellt werden in Jerusalem. Und dann natürlich sind es die Armeen. Und dann ist es derjenige, der von sich vorgibt, Gott zu sein und der sich den Tempel setzt. Und Christus sagt, darauf aufzupassen, wenn das geschieht, dann wird für eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit diese Entwicklung vor sich gehen. Nun, was ist mit einer Zeit und zwei Zeiten und einer halben Zeit gemeint? Ich habe hier die Mengebibel vor mir liegen und ich möchte hier in der Mengebibel noch einmal Daniel 7, Vers 25 aufschlagen und vorlesen, was die hier schreiben. Die übersetzen das wie folgt. Er wird vermessene Reden gegen den Höchsten führen, die Heiligen des Höchsten misshandeln, und darauf ausgehen, die Festzeiten und das Gesetz Gottes zu ändern, wird ganz klar gesagt, um was für ein Gesetz es sich hier dreht. Und sie werden seiner Gewalt preisgegeben sein, also die Heiligen, ein Jahr und zwei Jahre und ein halbes Jahr. Und dann wird als Andeutung hier gesagt, dies bedeutet 3,5 Jahre. Also die Kommentare verstehen dies, die Bibelübersetzungen verstehen dies, dass wenn es um eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit geht, damit 3,5 Jahre gemeint ist. Eine Zeit ist mit einem Jahr identisch. Der falsche Prophet und das Tier werden also die Heiligen für 3,5 Jahre verfolgen. Denken wir an das Martyrium der Heiligen während der großen Trübsal. Wir sehen also aus diesen Stellen, dass die große Trübsal 3,5 Jahre dauern wird. Man kann auch sagen 1260 Tage. Man kann auch sagen 42 Monate, weil alles dies auf 3,5 Jahre hinausläuft. Ein Monat hat 30 Tage. Schauen Sie. Und die Kommentare verstehen dies. Interessant ist nur, dass auf der anderen Seite die Idee herrscht, die große Trübsal, die dauert 7 Jahre. Nun wussten Sie, meine Damen und Herren, dass es keine einzige Stelle in der Bibel gibt, die das auch nur andeutungsweise darstellt? Wo diese Idee herkommt, dass die große Trübsal 7 Jahre dauern soll, ist mir total schleierhaft. Die Bibel lehrt kontinuierlich in allen Stellen, wir werden uns heute jetzt einige anschauen, dass die große Trübsal 3,5 Jahre dauert, maximal, möglicherweise noch nicht mal ganz so lange, weil Christus ja gesagt hat, die Tage würden sogar verkürzt. Die Idee, dass die große Trübsal 7 Jahre dauert, ist aus der Bibel keineswegs herzuleiten. Ist eine menschliche Erfindung, die nicht im Einklang steht mit dem, was die Bibel sagt. Und wenn Sie das glauben, dann gehören Sie auch zu denen, die verführt sind. Denn die Bibel lehrt dies keineswegs. Daniel Kapitel 12. Daniel Kapitel 12. Lesen wir Vers 6. Daniel Kapitel 12 und Vers 6.
Und er sprach zu dem Mann in leinenen Kleidern, der über den Wassern des Stromes stand, wann sollen denn diese großen Wunder geschehen? Und wie wir uns daran erinnern können, ist ja dem Michael oder vielmehr dem Daniel gesagt worden, dass der sich erheben wird, um für das Volk einzutreten. Und es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist. Und jetzt ist die Frage, ja, wann soll das alles geschehen? Vers 7. Und ich hörte den Mann in leinenen Kleidern, der über den Wassern des Stromes stand, also ein Engel wird hier beschrieben. Er hob seine rechte und linke Hand auf den Himmel und schwor bei dem, der ewiglich lebt, dass es eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit wären soll. Und wenn die Zerstreuung des heiligen Volkes ein Ende hat, soll dies alles geschehen. Auch hier wiederum möchte ich aus der Menge Bibel dies vorlesen, in Kapitel 12. Daniel Kapitel 12 und Vers 7. Das heißt, er hob seine rechte und seine linke Hand zum Himmel und schwor bei dem ewig Lebendigen, noch eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und da wird die folgende Anmerkung gegeben. Das heißt, es dauert noch ein Jahr und zwei Jahre und ein halbes Jahr. Auch hier wiederum 3,5 Jahre. Und sobald die Macht des Zerstörers, des heiligen Volkes, ihr Ende erreicht hat, dann wird sich dies alles erfüllen. Auch das ist interessant, wie die das übersetzen. Es geht uns so, wenn die Macht des Zerstörers, des heiligen Volkes, ihr Ende erreicht hat, wird sich dies alles erfüllen oder hat sich dies alles erfüllt. Auch hier wiederum, 3,5 Jahre werden klar und deutlich uns hier vor Augen geführt. Offenbarung Kapitel 11. Offenbarung Kapitel 11. Die Verse 1 und 2. Hier wird von zwei Zeugen gesprochen. Auch da gibt es sehr viel Verwirrung, wer mit diesen zwei Zeugen gemeint ist. Da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Aber zunächst einmal hier möchte ich auf etwas anderes hinweisen. Denn die werden nämlich auch, wie wir sehen werden, während der Zeit der großen Trübsal, während 3,5 Jahren auftreten. Nicht vorher, nicht nachher. Aber in Offenbarung 11 und Vers 1, es wurde mir ein Rohr gegeben, einem Messstab gleich, und mir wurde gesagt, steh auf und miss den Tempel Gottes. Auch hier wiederum wird von dem Tempel Gottes gesprochen, von dem wir bereits gelesen hatten, wo sich dieser falsche Prophet dann aufhalten wird und vorgeben wird, er sei Gott. Miss den Tempel Gottes und den Altar und die dort anbeten. Aber den äußeren Vorhof des Tempels lass weg und miss ihn nicht, denn er ist den Heiden gegeben. Und die heilige Stadt werden sie zertreten 42 Monate lang. 3,5 Jahre, wie uns alle Kommentare uns das sagen. 42 Monate, das gleiche wie 1260 Tage, das gleiche wie 3,5 Jahre. Auch hier wiederum werden die Heiden die Stadt Jerusalem für 3,5 Jahre zertreten, wie es heißt. Und Vers 3, ich will meinen zwei Zeugen Macht geben, und sie sollen weissagen, 1260 Tage lang, 3,5 Jahre, genau der gleiche Zeitpunkt. Wenn also die Heiden in Jerusalem sein werden, und denken wir daran, die werden so lange in Jerusalem sein, bis die Zeit der Heiden erfüllt ist, wie Christus sagt, für 3,5 Jahre, es wird zu diesem Zeitpunkt, während dieser 3,5 Jahre, das Auftreten der zwei Zeugen geschildert, zweier Propheten Gottes, die für diese Zeit Prophezeiungen geben werden, die für Gott auftreten werden. Denn letztendlich wird ja der falsche Prophet von den meisten Menschen angebetet werden, die meinen ja, der sei ein Vertreter Gottes, wenn nicht Gott selbst. Und hier wird Gott zwei Zeugen schicken, die dem widerstehen werden. Schauen Sie, was über diese zwei Zeugen gesagt wird. Zunächst einmal, die sollen weissagen, 1260 Tage lang, angetan mit Trauerkleidern. Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Nun, eine Bezugnahme findet sich hierauf im Buch Sacharja im 4. Kapitel. Da wird nämlich auch von zwei Ölbäumen gesprochen. Das bezog sich damals auf zwei Menschen, Zerubbabel und Josua. Aber hier wird das gleiche Bild gegeben. Es sind zwei Menschen, keine Engel, wie einige behaupten, und auch nicht der wiederauferweckte Mose und der wiederauferweckte Elia oder wiederauferweckte Henoch, wie einige behaupten, denn die sind alle tot im Grab. Und die werden nicht auferweckt werden bis zur Wiederkunft Jesu Christi.
Wir werden in der ersten Auferstehung sein, wenn Jesus Christus zurückkommt, aber die zwei Zeugen werden vorher auftreten. Es werden zwei von Gott ausgesonderte Menschen sein, Heilige, wenn sie so wollen, aber nicht Heilige vom Himmel aus, sondern Heilige, die eben heilig sind, die ausgesondert sind von Gott, um diese Prophezeiungen jetzt hervorzubringen. Schauen wir uns an, was geschieht. Es sind diese zwei Ölbäume, die vor dem Herrn der Erde stehen. Mit anderen Worten, Gott hat sie autorisiert, dies zu tun. Und wenn ihnen jemand Schaden tun will, so kommt Feuer aus ihrem Munde und verzehrt ihre Feinde. Die werden auch Macht haben und Kraft, gegen die Feinde vorzugehen. Und wenn ihnen jemand Schaden tun will, so muss er getötet werden. Diese haben Macht, den Himmel zu verschließen, damit es nicht regne in den Tagen ihrer Weissagung. Nun wussten sie, das ist ja schon mal passiert unter Elia. Der Elia hat ja auch gebetet und es würde dann nicht regnen. Wie lange hat es damals nicht geregnet? 3,5 Jahre. Und hier wird etwas Ähnliches geschehen. Diese zwei Zeugen werden für 3,5 Jahre auftreten und werden diese Dinge tun. Die haben Macht, den Himmel zu verschließen, damit es nicht regne in den Tagen ihrer Weissagung. Sie haben Macht, über das Wasser oder die Wasser, sie in Blut zu verwandeln, wie auch Mose dies damals tat, und die Erde zu schlagen mit Plagen aller Art, so oft sie wollen. Aber sie werden es natürlich mit göttlicher Weisheit und göttlicher Gerechtigkeit tun. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, Vers 7, so wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen kämpfen und wird sie überwinden und wird sie töten. Und ihre Leichname werden liegen auf dem Marktplatz der großen Stadt, die heißt geistlich Sodom und Ägypten, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Also wird hier deutlich, zunächst einmal handelt es sich um Menschen, die werden getötet. Wenn es Engel wären, die könnten nicht getötet werden. Sie werden dann auf dem Marktplatz der heiligen Stadt liegen, mit anderen Worten Jerusalem. Denn da ist ja auch Jesus Christus gekreuzigt worden. Nun, wie lange werden sie auf diesem Marktplatz liegen? Und was wird geschehen? Es heißt hier in Vers 9, und die Menschen aus allen Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen sehen ihre Leichname 3 Tage und einen halben und lassen nicht zu, dass ihre Leichname ins Grab gelegt werden. Sie hatten 3,5 Jahre gepredigt. Jetzt werden sie 3,5 Tage, buchstäblich Tage, auf dem Marktplatz liegen. Einige meinen, die werden auch 3,5 Jahre lang tot sein. Können Sie sich das vorstellen, dass ihre Leichname für 3,5 Jahre auf dem Marktplatz liegen würden? Keineswegs, es geht hier um 3,5 Tage. Ihre Leichname werden 3,5 Tage auf dem Marktplatz liegen. Die Menschen werden nicht zulassen, dass sie begraben werden, weil die sind sehr erbost. Die sind ja verführt. Die haben ja dem falschen Propheten geglaubt. Die sind verführt. Die meinen, die zwei Zeugen waren die Widersacher Gottes. Die Widersacher, die durch Satan agierten, wo genau das Gegenteil der Fall sein wird. Und wie damals auch, nicht dass in irgendeiner Form ich das jetzt einen Vergleich anstellen will in dem Zusammenhang, dass Osama bin Laden natürlich keineswegs in irgendeiner Form damit zu vergleichen wäre, aber der ist ja auch irgendwie zunächst einmal getötet worden und dann so heimlich begraben worden. Aber ich denke jetzt auch an Gaddafi, der wurde ja tatsächlich präsentiert für einige Zeit. Und alle Welt konnte den sehen, den Leichnam von ihm. Eine schreckliche Sache. Die konnten das über Fernsehen verfolgen. Und hier sehen wir dies ähnlich. Schauen Sie, die sehen diese Leichname für 3 Tage und einen halben. Wie sehen die das? Nun, durch Übertragung, durch Fernsehen, Internet, alle diese technologischen Möglichkeiten, die wir heute haben. Und so lesen wir hier in Vers 10, und die auf Erden wohnen, die freuen sich darüber, dass die jetzt tot sind. Und die sind fröhlich und werden einander Geschenke senden. Denn diese zwei Propheten hatten gequält, die auf Erden wohnten. Aber sie taten es, um Reue hervorzubringen, und die meisten haben nicht bereut. Einige werden bereuen, wie wir das noch sehen werden. Scheinbar nicht mehr heute, aber in der nächsten Predigt. Schauen Sie in Vers 11. Und nach 3 Tagen und einem halben, also die waren jetzt 3,5 Tage tot. Und dann nach 3 Tagen und einem halben fuhr in sie der Geist des Lebens von Gott. Und sie stellten sich auf ihre Füße. Also sie wurden auferweckt. Die waren tot, die werden wieder zum Leben auferweckt. Wann wird das geschehen? Eine große Furcht fiel auf die, die sie sahen. Und sie hörten eine große Stimme vom Himmel zu ihnen sagen, steigt herauf. Und sie stiegen auf in den Himmel in einer Wolke,
und es sahen ihre Feinde. Oder sahen sie ihre Feinde. Nun denken wir daran, wenn Jesus Christus zurückkommt. Wir werden auferweckt werden, die wir gestorben sind, zu ewigem Leben. Die noch leben werden, die werden verwandelt werden in Geistwesen. Wir hatten dies ja alles schon mehrfach besprochen. Und dann werden sie in Wolken dem Herrn entgegengehen, um ihn in der Luft zu treffen. Es geht ja nicht um eine heimliche Entrückung. Alle Augen werden das sehen, wie es heißt. Und dann werden sie alle zusammen auf den Ölberg gehen, der vor Jerusalem liegt. Und dann wird diese Entscheidungsschlacht stattfinden zwischen den Mächten der Finsternis und Jesus Christus. Und das werden wir auch noch besprechen. Hier wird genau der gleiche Zeitpunkt beschrieben. Wenn die zwei Zeugen auferweckt werden, ist dies der Zeitpunkt der ersten Auferstehung für alle Heiligen. Und die werden auch zu diesem Zeitpunkt dann in Wolken, wie es heißt, dem Herrn entgegengehen. Und man wird dies sehen. Vers 13. Und zu derselben Stunde geschah ein großes Erdbeben. Und der zehnte Teil der Stadt stürzte ein. Und es wurden getötet in dem Erdbeben 7000 Menschen. Und die anderen erschraken. Und die gaben dem Gott des Himmels die Erde, die Ehre. Wir werden noch sehen, es ist dieses Erdbeben, was stattfinden wird, wenn Jesus Christus zurückkommt. Von dem ist an anderen Stellen auch die Rede. Und so sehen wir hier, dass die drei Zeugen für 3,5 Jahre wiederum während der Zeit der großen Trübsal predigen werden, ihre Prophezeiungen von sich geben werden. Und dann werden sie getötet werden. Und dann werden sie auferweckt werden in der ersten Auferstehung, wenn alle anderen Heiligen auch auferweckt werden. Es gibt noch weitere Stellen, die uns zeigen, dass die große Trübsal 3,5 Jahre dauert, allenfalls und keineswegs länger. In Offenbarung Kapitel 12 lesen wir die Verse 13 und 14. Offenbarung Kapitel 12 und Vers 13. Als der Drache sah, der Drache, eine Bezeichnung für Satan, den Teufel, dass er auf die Erde geworfen war. Denn wie wir uns erinnern können, es gab mehrere Rebellionsversuche von Satan und seinen Dämonen. Ganz am Anfang, noch bevor es Menschen gab, da war er Luzifer. Und da hat er versucht, mit seinen Engeln Gott vom Thron zu werfen. Das hat natürlich nicht geklappt. Er wurde damals schon auf die Erde zurückgeworfen und er herrscht heute nach wie vor auf Erden. Aber er wird es noch einmal versuchen. Kurz vor der Wiederkunft Jesu Christi. In der Tat ist es so, dass wenn er bei diesem Rebellionsversuch dann unterliegt und wieder zurück zur Erde geworfen wird, das wird der Zeitpunkt sein, wenn die große Trübsal beginnt. Und schauen wir uns an, wie lange die beginnt. Und schauen wir uns an, wie lange die sein wird und dauern wird. Und schauen wir uns an, wie lange dann die von Gott beschützten Heiligen beschützt werden. Es heißt hier in Vers 13, und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, da verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Symbolisch für die Kirche natürlich. Und es wurde der Frau gegeben, die zwei Flügel des großen Adlers, dass sie in die Wüste flöge an ihren Ort, wo sie ernährt werden sollte. Sie würde also jetzt beschützt werden vor dem Drachen, vor Satan, dem Teufel. Sie würde an einem Ort der Sicherheit hier auf Erden sein. Auch das hatte ich in vorangegangenen Predigten besprochen, als ich von dem Schutz vor kommendem Unheil gesprochen habe. Aber wie lange würde sie an diesem Ort der Sicherheit sein? Eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Also wiederum genau 3,5 Jahre, fern von dem Angesicht der Schlange. Und wenn wir weiterlesen, stellen wir fest, dass der Teufel trotzdem versuchen wird, gegen die Kirche vorzugehen. Er wird aber unterliegen und er wird dann sich gegen eine andere Gruppe innerhalb der Kirche Gottes wenden. Es heißt nämlich hier in Vers 17, und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht. Also die, die nicht am Ort der Sicherheit sein werden, die nicht beschützt werden für 3,5 Jahre. Die wird er jetzt verfolgen. Die haben auch Gottes Gebote, die halten Gottes Gebote, die haben das Zeugnis Jesu, aber nicht mit dem gleichen Engagement. Sie halten vielleicht die Gebote Gottes, indem sie kennen, aber sie sind nicht sehr sorgfältig in dem, wie sie sie halten. Sie haben das Zeugnis Jesu, sie kennen die Wahrheit. Aber wir lesen ja auch die Warnung von Christus an die Laodicea-Gemeinde, dass die lauwarm geworden waren. Die hatten nicht mehr den Eifer, den sie einmal hatten. Die haben nachgelassen, in ihrem Bestreben Gott zu dienen.
Die werden von Gott nicht als würdig genug angesehen, gerettet zu werden vor dieser Trübsal, die kommen wird. Christus hat ja gesagt, wachet und betet alle Zeit, dass ihr würdig erachtet werdet, alle dem zu entfliehen, was gekommen soll oder was kommen soll und vor den Sohn des Menschen gestellt zu werden. Es wird also in der Tat zwei Gruppierungen geben innerhalb der Kirche Gottes. Die einen, die würdig erachtet werden, an den Ort der Sicherheit gebracht zu werden, die anderen, die die große Trübsal durchgehen müssen, um in der großen Trübsal, wie wir noch sehen werden, geläutert zu werden, um dann letztendlich doch noch das ewige Leben in der ersten Auferstehung erlangen zu können. Aber auch hier wiederum geht es darum, es geht eben um 3,5 Jahre. Nun, einige sagen, nein, die große Trübsal, die dauert 7 Jahre. Die einzige mögliche Idee, die sie angeben, wenn sie überhaupt etwas angeben, die einzige mögliche Idee, auf die sie zu sprechen kommen, das ist eine Stelle in Daniel Kapitel 9. Nun, die möchte ich jetzt kurz zum Abschluss der heutigen Predigt mit Ihnen behandeln. Und dann werden wir in der nächsten Predigt auf weitere Geschehnisse eingehen, zum Beispiel auf die 144.000. Was ist mit denen? Wo kommen die her? Und wann werden die versiegelt? Und was hat das mit der großen Trübsal zu tun und mit dem Tag des Herrn? Aber hier jetzt in Daniel Kapitel 9, Vers 27, zunächst lese ich dies einmal aus der Lutherbibel vor. Das ist sehr unglücklich hier übersetzt, aber gleichwohl, ich lese erstmal vor, wie es hier geschrieben steht. Er, wer immer dieser Er ist, Kapitel 9, Vers 27, wird vielen den Bund schwer machen. Nun, das ist sicherlich nicht richtig. Er wird nicht den Bund schwer machen. Ich lese gleich die Elberfelder Bibel, die das deutlicher macht. Aber es heißt hier, er wird vielen den Bund schwer machen, eine Woche lang. Darauf kommt es mir jetzt an. Eine Woche lang. Also 7 Tage. Eine Woche besteht ja aus 7 Tagen. Einige sagen, das bedeutet 7 Jahre. Also irgendwas geschieht jetzt innerhalb von 7 Jahren. Und dann heißt es, und in der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen. Und im Heiligtum wird stehen ein Gräuelbild, das Verwüstung anrichtet, bis das Verderben, das beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird. So, jetzt schauen wir uns die gleiche Stelle in der Elberfelder Bibel an. Daniel Kapitel 9 und Vers 27. Da heißt es, und stark machen, wird er einen Bund für die vielen, eine Woche lang. Und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und auf dem Flügel von Gräueln kommt ein Verwüster, bis fest beschlossene Vernichtung über den Verwüster ausgegossen wird. Nun, einige sagen hier, das bezieht sich auf das Tier. Das Tier wird einen Bund schließen. Und die Frage ist, mit wem? Das wird nicht so klar und deutlich zum Ausdruck gebracht. Einige sagen, das Tier wird einen Bund schließen mit den Juden. Für 7 Tage, eine Woche. Und nach 3,5 Tagen, und das wird dann so als Jahr angesehen, also er wird einen Bund schließen für 7 Jahre, heißt es. Und dann nach 3,5 Jahren wird er diesen Bund brechen. Und dann wird er diese Speisopfer abschaffen, die Juden begonnen haben zu geben. Und dann wird die Verwüstung kommen. Wenn man dies akzeptieren will, dann ergibt sich auch daraus keineswegs, dass die große Trübsal 7 Jahre dauert. Dann wäre ja zunächst einmal für 3,5 Jahre ein Friedensbund geschlossen worden zwischen dem Tier und wem auch immer. Und die große Trübsal würde auch nach dieser Theorie erst nach der Zeit beginnen, wenn dieser Vertrag gebrochen wird. Schauen Sie. Also wie man das auch immer sich anschauen will, ergibt sich auch hieraus keineswegs, dass die große Trübsal, wie einige es behaupten, 7 Jahre dauert. So dann muss man sagen, mit wem soll der Bund geschlossen werden? Einige sagen, ja, der Bund, dieser Vertrag, der wird geschlossen mit den europäischen Mächten, also mit dem Tier und dem Staat Israel. Das widerspricht allerdings total dem, was die Bibel zum Beispiel im Psalm 83 sagt, auch das hatten wir bereits gesprochen, Sie können sich das noch einmal anschauen.
im Psalm 83, wo von einem Bund gesprochen wird zwischen dem Tier unter der Führung von Assyrien, dem modernen Deutschland, und arabischen Staaten gegen Israel. Also die Idee, dass ein Bund geschlossen wird zwischen dem Tier und Israel, die kann man also schon gleich mal vergessen. Okay, dann sagen einige, ja, dann ist es halt der Bund zwischen den arabischen Staaten und Deutschland, Assyrien, und der ist 7 Jahre lang, und dann wird nach 3,5 Jahren dieser Bund gebrochen. Okay, wenn das so ist, dann würde auch dann, wie gesagt, die große Trübsal erst dann beginnen, wenn der Bund gebrochen wird, denn dann ist ja der Zeitpunkt erreicht, wo das Tier im Nahen Osten einfallen wird. Das hatten wir auch alles schon besprochen. Im Buch Daniel wird dies ja auch gesagt, dass er dann gegen arabische Staaten vorgehen wird. Aber die meisten Kommentare sagen uns, dass diese Stelle in Daniel 9, Vers 27 überhaupt gar nicht sich auf das Tier bezieht, sondern sie bezieht sich hauptsächlich auf Jesus Christus. Der ganze Zusammenhang dieser Stelle hier bezieht sich auf Jesus Christus. Schauen Sie, in Vers 25 in Daniel 9. So wisse nun und gib Acht. Von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden, bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt, sind es 7 Wochen. Und 62 Wochen lang wird es wieder aufgebaut sein mit Plätzen und Gräben, wiewohl in kummervoller Zeit. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und nicht mehr sein. Es geht hier um den Tod Jesu Christi. Daniel wurde diese Prophezeiung damals gegeben und ihm wurde gesagt, ein Erlass wird gegeben werden, dass die Juden zurückgehen werden, um Jerusalem wieder aufzubauen. Und das ist genau der Fall. Und dann wird nach einer gewissen Zeit der Gesalbte kommen und er wird ausgerottet werden. Und es ist der Gesalbte, der ausgerottet werden wird, wie es hier in Vers 27 geschrieben steht. Er wird diesen Bund zunächst einmal herrichten. Es geht hier um den neuen Bund. Er wird den neuen Bund schaffen. Wodurch wird er ihn schaffen? Dadurch, dass er getötet wird. Wann wird er getötet werden? In der Mitte der Woche. Hier geht es ganz buchstäblich zunächst einmal um eine buchstäbliche Woche. Wann wurde Jesus Christus gekreuzigt? In der Mitte der Woche, an einem Mittwoch. Wie wir das auch schon bereits behandelt haben. Er wurde an einem Mittwoch gekreuzigt, in der Mitte der Woche, ganz buchstäblich. Und er würde dann dadurch den alten Bund abschaffen. Durch seinen Tod ist der alte Bund abgeschafft worden. Ein neuer Bund wurde errichtet. Schauen Sie, Speisopfer, von denen hier die Rede ist, waren nicht mehr notwendig dann, in dem Augenblick, als er starb. Aber es geht auch darum, wenn man das jetzt in dem Sinne sehen will, dass es um 7 Jahre geht, dass Jesus Christus in der Tat für 3,5 Jahre gepredigt hat, bevor er gestorben ist, bevor er gekreuzigt wurde. Genau 3,5 Jahre. Und wenn er zurückkommt, wird er noch die weiteren 3,5 Jahre dieses Predigtamt verrichten. Er wird dann noch gewisse Dinge tun, über die uns die Bibel nicht ausdrücklich etwas sagt, um diese 7 Tage zu vollenden. Und es gibt da viele Theorien, was vielleicht geschehen wird. Wir wissen zum Beispiel, dass wenn das Millennium beginnt, nicht unbedingt sofort Frieden herrschen wird für alle. Auch das werden wir noch besprechen. Es wird noch zu einer Rebellion kommen am Anfang des Millenniums, wenn Völkerschaften versuchen wollen und versuchen werden, Israel und diejenigen der Nachfahren des Hauses Israel, die dann wiederum im gelobten Lande sein werden, zu überfallen. Schauen Sie, es geht, wie die meisten Kommentare uns dies sagen, ich kann Ihnen ein paar Zitate nachher gleich geben, um Jesus Christus. Das ist der hauptsächliche Fokus, das ist der, worum es eigentlich geht. Die Ideen, dass dann auch noch ein Tier kommt, also ein falscher Prinz, das wird so eingeschoben. Ist aber nicht das hauptsächliche Augenmerk dieser Stelle. Jameson Fosseton Brown zum Beispiel schreibt, dass zwar möglicherweise eine Andeutung hier gegeben sein könnte auf den damaligen Antiochos Epiphanes, dass aber die hauptsächliche Beziehung ganz klar sich auf Jesus Christus wendet, den Prinzen, sein Opfer und den neuen Bund. Und es gibt viele andere Prophezeiungen oder viele andere Kommentare, die das zum Beispiel auch so aussagen, zum Beispiel Ungers Bibelhandbuch schreibt dies. Und wie gesagt, es gibt ja sehr viele andere, die das ebenfalls so sehen. Aber wie auch immer man es sehen will, das Faktum bleibt, oder wie man das heute im Deutschen so schön sagt, Fakt ist, dass alle Stellen
im Neuen Testament und sogar im Alten Testament, die von der großen Trübsal sprechen, von einer Zeitspanne von 3,5 Jahren sprechen. Die Idee, dass die große Trübsal länger dauern könnte als 3,5 Jahre, findet sich nirgendwo in der Bibel. Und wiederum, das ist wichtig zu verstehen, denn wir werden noch sehen, dass Menschen, die in der großen Trübsal sich befinden werden, zum Glauben kommen werden, aus der großen Trübsal herauskommen werden, um dann vor dem Zorn Gottes, des Tages des Herrn, beschützt zu werden. Und die zwei Zeugen haben mit Sicherheit einen großen Einfluss auf diese Entwicklung. Aber nicht nur die zwei Zeugen. Meinen wir nicht, wir bräuchten heute nichts zu tun, weil ja die zwei Zeugen, die werden das schon übernehmen. Zunächst einmal, wenn die zwei Zeugen auftreten, wird dies zum Zeitpunkt der großen Trübsal sein. Eine Warnung an alle Menschen muss bereits vorher ergehen. Die sollen ja gewarnt werden davor, dass es eben nicht für sie zu spät ist, dass einige vielleicht bereuen, dass einige vielleicht sich abwenden können von dem falschen Weg. Und schauen wir uns an, was Jesus Christus sagt in Matthäus Kapitel 24. Nun, denken wir daran, die Jünger hatten ihn gefragt, was wird das Zeichen sein deines Kommens und des Endes der Welt, des Endes des gegenwärtigen Zeitalters, das von Satan regiert ist? Und er gibt uns hier das Zeichen in Matthäus 24 und Vers 14. Es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Dann wird das Ende kommen. Also das Predigen des wahren Evangeliums, nicht eines falschen Evangeliums. Wir haben Evangelien predigt gehört für 2000 Jahre fast. Aber es geht nicht um das wahre Evangelium vom Reich Gottes. Man hat alle möglichen Evangelien gepredigt. Aber es geht um das wahre Evangelium vom Reich Gottes. Und wir hatten ja bereits mehrfach erklärt, was damit gemeint ist. Das Reich Gottes ist Gottes Familie, die herrscht. Es geht darum, dass diese Botschaft von Gott stammt, die gepredigt werden soll, die natürlich mit einschließt, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, die damit einschließt, was Sünde ist, die einschließt, was Reue ist, dass wir uns abwenden sollen von der Sünde. Und Sünde ist die Übertretung des Gesetzes Gottes, wo es Mächte gibt, und immer schon gegeben hat scheinbar, die dieses Gesetz abschaffen wollen, verändern wollen. Es beinhaltet das Halten der Gebote, es beinhaltet das Halten des Sabbats, es beinhaltet das Halten der Festzeiten Gottes und nicht der falschen Festzeiten, die heute eingeführt worden sind. Und einige werden bereuen. Es beinhaltet die Tatsache, dass man an Christus glauben muss, an sein Opfer. Aber da ist noch so viel mehr, was es beinhaltet. Die Tatsache, dass Christus kommen wird, um das Reich Gottes hier auf Erden, die Herrschaft Gottes hier auf Erden zu errichten. Wenn es eben keine Kriege mehr geben wird, wenn es eben keine religiöse Verführung mehr geben wird, wenn es eben keinen Hunger mehr geben wird, keine Seuchen, keine Pest. Wenn wilde Tiere wieder zahm werden, wie sie es damals waren im Garten Eden. Alles dies und viel mehr ist beinhaltet. Wenn dieses Evangelium vom Reich Gottes in aller Welt zu einem Zeugnis gepredigt wird, nicht um andere zu bekehren. Wir wissen, dass nur Gott jemanden bekehren kann. Keiner kann zu Gott kommen, es sei denn, dass Gott ihn zieht. Keiner kann zu Christus kommen, es sei denn, dass der Vater ihn zieht. Und in keinem anderen ist das Heil als in Jesus Christus. Gott muss uns ziehen, Gott muss uns berufen. Aber wenn er es tut, dann müssen wir natürlich diesem Beruf folgen. Wenn alles dies gepredigt wird zu einem Zeugnis für alle Völker, dann wird das Ende kommen. Und es gibt keine Stelle in der Bibel, die uns sagt, dass die Kirche Gottes, denn es ist die Kirche Gottes, die dieses Evangelium verkünden soll, dass irgendwann dieser Auftrag aufhört. Es heißt, ich werde mit euch sein bis zum Ende der Welt. Geht aus, predigt das Evangelium, predigt Reue, predigt Bekehrung. Einige werden bereuen, sie werden Christus anerkennen, sie werden getauft werden. Die anderen, sagt Christus, die es nicht tun, die sind verurteilt, die sind verdammt. Verurteilt in dem Sinne, dass sie zunächst einmal die Wahrheit ablehnen. Christus sagt, ihr werdet noch nicht einmal mit den Städten Israels fertig werden, das Evangelium zu predigen, bis ich komme. Also nirgendwo steht irgendwo in der Schrift, dass man aufhören kann, diesen Auftrag zu erfüllen. Und die zwei Zeugen werden natürlich dann diesen Auftrag weiterführen. Aber es heißt nicht, dass die Kirche bis dahin diesen Auftrag nicht zu erfüllen hat. Schauen Sie, das ist das Zeichen. Und wir warnen heute die Menschen vor dem, was kommt.
Hoffentlich bereuen und bekehren sich einige. Wir wissen, die meisten werden es nicht tun. Das werden wir auch in der nächsten Predigt sehen. Einige tun es hoffentlich, damit sie vor diesen Schrecknissen, die kommen werden, bewahrt werden. Damit sie eben nicht durch diese Schrecknisse gehen müssen, ihr Leben vielleicht verlieren müssen in der großen Trübsal oder während des Tages des Herrn. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.